Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fire Emblem Path of Radiance. So, wir sind in der Basis nach einem letzten, in der letzten Folge hatten wir ein sehr langes Gespräch. Und jetzt machen wir gleich damit weiter. Wir gehen mal in die Infogespräche mit dem Diener. Psst. Soll ich dir was erzählen? Es geht das Gerücht, dass ein Tigerhalbmensch im Nebel am Ufer des Flusses gesehen wurde. Was? Das scheint dich gar nicht zu überraschen. Also gut, wie wäre es damit? Dieser Halbmensch, ja? Sie sagen, er sei immer in seiner tierischen Gestalt. Er kann sich nicht zurückverwandeln. Richtig gruselig, nicht wahr? Wir Menschen müssen warten, bis sie sich zurückverwandeln, sonst können wir diese Wilden nicht schlagen. Ich meine, wie sollen wir sie töten, wenn sie ihre Gestalt nicht wechseln? Das beeindruckt dich immer noch nicht, wie? Langweiler. Wie wäre es denn mit diesem Bonbon? Ich wollte es zurückhalten, aber mein Schatz dient dem Heer. Und daher weiß ich, dass Tiger, Katzen und andere vierfüßige Halbmenschen Feuermagie hassen. Das ist doch wohl ein hilfreiches Bonbon, oder? Ich weiß Sachen. Du da, Dienstmädchen, es gibt Arbeit, die erledigt werden muss. Warum verschwendest du die Zeit mit Geplapper? Was? Was ist denn los? Ich habe doch nur Hallo zu einem neuen, zu einem der neuen Diener gesagt. Närrin, das ist kein Diener. Wie? Oh, echt? Oh Mensch, Prinzessin Elinchias Eskorte? Ein Gast der Hohepriesterin? Oh du meine Güte, bitte, bitte verzeiht mir. Ike sagt einfach gar nichts. Oh, was soll ich tun? Oh, er sah richtig wütend aus. Ich werde bestimmt gefeuert. Ja, man muss schon darauf achten, wem man was erzählt. Musste ich in meinem Leben auch oft genug am eigenen Leib erfahren. Gatry. Na, wenn das nicht Ike ist, gehst du spazieren, Commander? Hallo, Gatry. Ja, wenn ich noch länger in diesem grässlichen Zimmer bleibe, bekomme ich noch eine Depression. Bist du auch aus diesem Grund hier draußen? Nein, ich habe andere Gründe. Ich bewundere Blumen. Oh, richtig. Ja, sie scheinen dieses Jahr in voller Blüte zu stehen. Die großen gelben sind besonders schön. Nicht diese Blumen, die Blumen dort. Ich mag Gatry. Gatry, wir sind drin. Hier gibt es nur die Dienstmädchen. Ganz genau. Es ist, als ob eine völlig neue Art von Mädchen in Benyon lebte. Jedes in diesem Palast ist zum Umfallen schön. Findest du nicht jedes Mädchen schön, Gatry? Du weißt, was ich meine, Ike. Sag, welche gefällt dir am besten? Die dralle Kleine dort mit dem braunen Haar ist... Hey, Ike! Ike! Oh, er ist wirklich noch ein kleiner Junge. Tja, manche Männer haben nicht nur Frauen im Kopf. Einige schon, aber nicht jeder. Commander Ike? Hm? Oh, du bist es. Versucht ihr auch, euren Kopf frei zu bekommen? Ja, das tue ich. Ich gehe nur spazieren und denke an nichts. Benyon ist so seltsam. Ich verstehe dieses Land überhaupt nicht. Hm, das kann ich nachvollziehen. Alles ist eingebettet in Tradition und Form. Es ist, als ob Benyon die wichtigeren Dinge aus den Augen verloren hat. Du bist die Tochter eines Adligen, nicht wahr? Wie bist du ein Ritter geworden? Ich wollte meiner königlichen Familie entkommen. Nein, nicht wirklich entkommen, sondern sie herausfordern. Ich wollte mein eigenes Leben führen. Wie gefällt dir das Leben als Ritter? Ich bin immer noch nicht zufrieden. Ich mag jetzt ein Ritter sein, aber meine Hände zittern immer noch, wenn ich den Bogen anlege. Also war es anscheinend nicht mein wahres Ziel, Ritter zu werden. Vielleicht war mein eigentliches Ziel auch, stärker zu werden. Commander Ike, die anderen sagen, dass ihr niemals aufgebt, egal wie hart die Situation auch ist. Das scheint mir wahre Stärke zu sein. Bitte, erlaubt mir weiter an eurer Seite zu kämpfen. Wenn ich bei euch bleibe, werde ich dank eures Beispiels stärker. Dein Umgang mit dem Bogen ist eindrucksvoll. Wie könnte ich da deine Bitte ablehnen? Wir sind alle froh, dich bei uns zu haben. Oh, danke, vielen Dank. Ich glaube, ich mag Stella.
ein bisschen, sie wirkt so ein bisschen verloren, ne? Also gerade jetzt auch mit dem Gespräch. So Unterstützung. Das hatte ich gesagt, Ike und Soren, ne? Irgendwie stehen die nebeneinander. Kevin und Oscar? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Boyd und Titania immer noch. Rice und Titania. Titania kann alle. Nee, da bin ich mir noch unsicher. Ich würde gern andere unterstützen. Also ich hätte gern Soren und Ike, aber ich glaube, dafür müssen sie mehr auf dem Schlachtfeld zusammenstehen. Okay. Erstmal Ausrüstung angucken. Lagus-Axt müssen wir erstmal ablegen. Vorrat abgeben, die Lagus-Axt. So, dann Kevin. Da sieht noch alles frisch aus. Sieht hier noch alles frisch aus? Ja. Eliana, die hat einen Langbogen bekommen. Oh, vielleicht hört ihr es noch ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, also erkältet. Nichts Schlimmes oder so. Aber ich merke es. Okay, Sothel müssen wir erstmal freiräumen hier. Vielleicht hört es ein ganz kleines bisschen. So, er hat ein Messer. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch was Besseres für ihn finden. Eisenbogen. Da gucken wir gleich mal in Ruhe. Das ist auch noch alles in Ordnung. Messer. Gatry hat nur eine Stahllanze. Wurfbeil. Ja, Boyd ist noch recht fertig. Lagusbrecher. Den Panzerbrecher müssen wir nochmal einmal einsetzen, damit der endlich aus dem Inventar verschwindet. Oh, Eisenschwert. Brauchen wir ein neues. Dann machen wir das gleich mal. Handel. Verkaufen wir mal ganz kurz dieses Eisenschwert, genau. Ja, verkaufen. Nein. So, und dann kriegt sie Waffenshop. Guck mal, es gibt sogar eine Eisenklinge. Kann ich mir die mal angucken? Starkes Schwert. Schwert D bräuchte man. Mit großer Schwere Klinge. Sein Gewicht macht seine Stärke aus. Ich glaube, das ist für die kleine Mia ein bisschen. Haben wir kein normales Schwert mehr? Dann müssen wir ihr eins bauen. Ich denke, wir zum Schmied. Dann kriegt Mia jetzt ihr eigenes Schwert. Ja. Schwert. Oh, was ist denn schlank? Leichtes Schwert von geringer Stärke wird von weiblichen Kämpfern bevorzugt. Sie hat noch ihr Leichtschwert, ne? Hat sie das noch? Bevor ich das jetzt hier anklicke. Leichtschwert hat sie noch. Ne, dann kriegt sie ein ganz normales Eisenschwert. So, Schwert. Eisen. Ja. Ich möchte gerne Gewicht reduzieren. Nee, so. Und vielleicht den Angriff 1-2 erhöhen. Oh, es ist so teuer. Na gut. Ja. Ja, das ist in Ordnung. Ja, das wird nämlich. Oh Gott. Ach, das ging ja so. Das wird Auswahl. Mias. Ich nenne das jetzt nur nach ihrem Namen. Ende. So. Gott, welche Haarfarbe hatte Mia? Blau, oder? Jetzt sieht blau aus. Bestätigen. Die Waffe ist für Mia, genau.
Sehr schön. Dann haben wir jetzt das einmal Schmieden für Mia benutzt, aber finde ich in Ordnung. Dann hat sie ein ordentliches Schwert, mit dem sie hoch. Hoffentlich umgehen kann. So, guck mal, das hat nur Kraft 5. Dann hat sie jetzt hier Kraft 0? Nee. Ach, Crit war das. Kraft 3 hat das Leichtschwert nur. Dann hat sie 7. Dann hat sie doch ein bisschen was. Gewicht 5. Guck mal, das Leichtschwert hat auch Gewicht 5. Das ist doch... Jetzt haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Schwert für Mia. Boyd war ja Statuenteil. Was machte das nochmal? Huch. Ein magisches Item. Ach, das ist die Konstitution verbessert. Ja, lassen wir auch mal. Boyd. Nein, das war einmal zu viel. So, Rolf hat einen Eisenbogen, Stahlbogen. Nefene. Sieht auch noch gut aus. Rom auch. Aya auch. Soren auch. Ska ist auch ganz schön voll, aber bei dem sieht es auch noch gut aus. Ja auch. Okay, dann können wir uns mal um die... Neuzugänge. Ich überlege, ob ich Eik mal... Warte mal, ich muss mal auf das Eisenschwert gehen. Das hat Kraft 5 und Gewicht 7. Ich will mir mal die Eisenklinge angucken. Ich hoffe, ich merke mir die Werte bis... Oh nein, das wollte ich nicht. Abbruch. Ich wollte mir das angucken. Kraft 9 und Gewicht 15. Das ist natürlich schon sehr, sehr schwer. Ich würde sie halt gerne mal ausprobieren. Komm, wir probieren sie aus. Und wenn sie Mist ist, dann verkaufen wir sie halt wieder. Eik. Ja. Erstmal nicht. Ich muss mir nämlich alles in Ruhe durchgucken. So, Kevin ist in Ordnung. Haben wir denn eigentlich schon neue Zauber? Oh, guck mal, Erneuerung. Stab, der den Normalzustand einer Einheit wiederherstellt. Klingt mega gut, aber ist auch mega teuer. Hatte sie nicht Zauber? Ach nee, der Typ hatte Zauber, ne? Feuerelfen, Blitzglanz. Okay. Wir haben ja schon gehört... Wir haben ja den Hinweis bekommen, dass Lagus anfällig für Feuer sind. Ich würde gerne dann... Hatten wir nicht noch Feuermagie? Guck mal kurz in den Vorrat. Annehmen. Feuer haben wir. Kraft 3. Feuer E. Ich glaube, ich würde es lieber Soren geben als Eliana. So, finden wir was für den guten Sothe? Glaube ja nicht. Glaube ja nicht. Ich glaube nicht. Okay. Ja, dann ist Sothe erstmal so fertig. Ach, er hat noch eine Tempofeder. Was macht denn die Tempofeder nochmal? Abgeben. Ein magisches Geschwindigkeit finde ich absolut in Ordnung. Haben wir hier noch was für ihn? Wo ist das Geheimbuch? Fähigkeiten. Okay. Meistersiegel haben wir 2 Stück. Ich weiß nicht, was es mit den Münzen auf sich hat. Die behalte ich aber erstmal. Das Buch will ich mir erstmal aufheben. So. Was hat denn Stella? Waffenlevel D hat sie. Okay. Dann können wir doch mal gucken. Wir haben noch super viele Bögen im D. Warum kann sie den nicht nehmen? Hat sie nicht D gehabt? Hm. 2 bis 3.
Ich lasse es erstmal so. Ich frage mich, warum sie keinen Langbogen nutzen kann. Und was ist denn ihre Fähigkeit? Verdoppelt Erfahrungspunkte. Oh, nicht schlecht. Ritter Björk. Huch. Was ist dieses Ritterschild? Magisches Item, das die Verteidigung erhöht. Nur für Rittmeister, Soldaten und Ritter. Sehr schön. Ich glaube, ich nehme den Langbogen mal wieder ab, weil es bringt ja nichts. Kann sie denn... Kann sie Stahlbogen tragen? Ja, kaufen wir mal. Und den kriegt dann Stella. Ja. Ja, den kann sie. Perfekt. Ich würde sie auch gerne mal mitnehmen. Ich würde sie mal kennenlernen. Muss ich ehrlich sagen. So, Gatry, du kriegst noch... haben wir nicht noch eine Eisenlanze? Nein, haben wir natürlich nicht. Das Langschwert, das berittenen Einheiten schon hohen Schaden zufügt. Hat Mia noch Platz? Nein, Mia hat keinen Platz. Aber ist auch nicht so schlimm. Gatry, du brauchst noch eine Eisenlanze. Hat er gar nicht mehr. Egal, gut, dann gibt's keine Eisenlanze. Dann behältst du deine Stahllanze. Ein Langschwert könnten wir ihm aber nochmal in die Hand drücken. Yep. Gatry. Okay. So, Gatry ist fertig. Bolt ist fertig. Mia. Rolf. Kann Rolf schon den Meisterbogen ausrüsten? Noch nicht. Ihm fehlt wahrscheinlich... Oh, er hat noch Okkult. Abgeben. Item, das dem Charakter erlaubt, abhängig von seiner Klasse neue Fähigkeiten zu lernen. Geben wir erstmal ab. Oh, jetzt habe ich noch irgendwas abgegeben. Die Engelsrobe, war das das? Ja. Oder? Oder hatten wir ihm die Tempofeder gegeben? Ich glaube nicht. Ich würde ihm trotzdem schon mal den Meisterbogen in die Hand drücken. Einfach, damit, wenn es dann soweit ist, dass er den dann auch nutzen kann. Oh nein, schon wieder eins zu viel gedrückt. Nefini. Leichtlanze, Stahllanze, Langspeer. Nefini ist fertig. Eisenstahl, Lang. Heilung. Mia war fertig. Gatry ist fertig. Volker lasse ich mal so ein bisschen außer Acht. Oscar ist auch noch alles frisch. Soren, bei dir möchte ich gerne mal Feuer ausrüsten. Will ich einfach mal ausprobieren. So. Dann muss ich einmal kurz gucken, wie viel Gold wir noch haben. Ich glaube, ich werde ihr mal den Erneuerungsstab geben. Ja, den kriegt Alja. So. Dann haben wir das. Und jetzt wird nochmal ein bisschen Erfahrung verteilt. Und zwar kriegt auf jeden Fall, weil ich ihn unbedingt ausprobieren möchte, der liebe Sothe. Ein bisschen. Er soll ja mal ein bisschen Schaden machen, ne? Sehr schöner Level-Up. Gefällt mir. Okay, dann... Stella war ja auch, glaube ich, noch ein bisschen dünne. Oder... Nee, sie ist noch nicht weiterentwickelt, oder?
Nee, sonst würden wir sie nicht so einfach leveln können, denke ich mal. Oh nein, Stella. Komm, das machen wir nochmal. Dann haben wir die beiden schwächsten Charaktere auf 4. Der ist doch schon besser, Stella. Der gefällt mir besser. Definitiv. Gut. Den Rest, glaube ich, brauchen wir nicht. Der Rest ist mittlerweile gut, so wie er ist. Auch, wer ist er denn jetzt? Rolf kommt langsam. Also, den habe ich jetzt auch schon auf 10. Ike ist kurz vor Entwicklung. So, dann speichern wir einmal. Sehr schön. Und in der nächsten Folge wird. Oh, perfekt, passt das ja hier. In der nächsten Folge geht's dann auf in die nächste Mission. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.